Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für die erste Woche Mai für dich steht. Ja, Schütze, schauen wir mal zusammen. Wow, mein Gott. Schütze, unter dem Deck habe ich die Karte der Tod. Sternzeichen Skorpion, sehr präsent hier, aber ja, eine starke Transformation in deinem Leben, Schütze. Ein Ende auch mit einer Situation, mit einer Person. Wir haben hier mit einer, wie gesagt, nochmals eine starke Transformation, egal worüber wir jetzt bei dir reden. Schütze. Schau mal hier. Die Liebenden, neun Schwerter, die Karte der Tod. Also irgendwie mein Gefühl ist, Schütze, man macht ein Ende mit einer karmatischen Situation. Sternzeichen Zwilling, Skorpion, Wassermann, bei dir zu sehen. Aber wir reden über eine karmatische Situation schon. Und wie du siehst, man sieht hier schon ein Ende. Schau mal, welche Karten gekommen sind. Die Karte der Stern, neun der Kelche und die Karte der Turm. Schütze. Die erste Woche Mai, also die Karte der Tod, die Karte der Turm. Wir reden über ein Ende. Warum fühlt sich das hier so kompliziert? Schütze, warum fühlt sich das kompliziert? Weil du hier viel Hoffnung hattest. Man hat hier viel Hoffnung mit einer Person gehabt. Wir reden hier über, man war verliebt, ja, man hat alles in dieser Person gehabt. Eine starke Anziehungskraft, also ich rede hier über irgendwie. Aber schau mal, es gibt hier eine drastische große Veränderung hier mit der Karte der Turm. Ich denke, Schütze, wir reden hier über eine Situation, die keine stabile Basis hatte. Keine stabile Basis in einer Situation mit einer Person. Irgendetwas war hier nicht, hat nicht gestimmt hier. Ja? Ich rede auch über eine stolze Energie, Schütze. Wir reden über eine stolze Energie. Wir reden möglicherweise über eine Person, die mit einer anderen Person zu tun hat. Also jemand hat hier eine dritte Person gehabt oder hat oder wie auch immer. Wir reden schon über Optionen. Schon. Augenblick, Schütze. Schütze, das Universum ist hier präsent. Ja? Der Stern, der Turm. Das Universum ist bei dir präsent. Weißt du, was ich denke hier? Irgendwie, man war hier so sehr darauf bestanden, also ich habe so sehr darauf bestanden, dass diese Situation funktioniert. Ich habe die Situation hier so sehr weit gebracht oder so gezwungen, zwingen wollen, dass irgendwie kam das Universum und sagt, hey, Schluss damit jetzt. Es geht nicht mehr. Es kommt, eine Wahrheit kommt hier ans Licht. Ja? Schütze, irgendetwas wirst du entweder erfahren, irgendetwas wirst du hier, wie gesagt, aber eine Wahrheit kommt ans Licht. Eine Klarheit bekommst du hier und ein Ende wird hier gemacht. So einfach wie das. Eh? So einfach wie das. Nochmals, Monat Mai, sehr wichtig für dich, Schütze. Ich werde diese Woche jetzt für den Monat Mai die Legung für dich auch hochladen. Ich bin sehr gespannt, aber schon direkt sieht ziemlich ja, interessant aus. Es kommen Veränderungen in deinem Leben, Schütze.
Mein Gott. Also drei der Kelche, Schütze, du siehst ja, wir reden hier über eine dritte Person. Ja, es gibt hier tatsächlich schon eine dritte Person. Irgendwie sieht man hier schon. Schau mal hier, interessant, wahnsinnig interessant, sage ich dir. Also die Hohepriesterin, Sternzeichen Fische. Sternzeichen Fische ist auf dem Tisch, ja? Sternzeichen Fische, also zwei der Kelche, König der Stäbe und drei der Kelche. Es gibt hier, wie du siehst, also es gibt hier schon eine dritte Person, sehr deutlich, sehr deutlich. Schütze, in der Mitte von deiner Kartenlegung habe ich fünf der Schwerter. Und irgendwie gibt es hier entweder gewisse Lügen, gewisse Strategie. Konflikte sind ja hier zu sehen, also irgendwie ist in der Mitte von deiner Kartenlegung Schütze. Aber man merkt hier, diese fünfte Schwerter zeigt ja auf Veränderungen in deinem Leben. Und das, schau mal, fünfte Schwerter und fünfte Münze. Nummer 5, 5. Suche bitte diese Nummer im Internet als Engelnummer. Es gibt hier eine wichtige Nummer für dich und wir reden hier über Veränderungen natürlich. Irgendwie, es gibt hier eine dubiose Situation, Schütze. Es gibt hier eine dubiose Situation. Also irgendwie, man vertraut eine bestimmte Person nicht. Man glaubt an eine, irgendwie fällt hier an diesem Vertrauen. Man vertraut eine bestimmte Person hier nicht. Und wenn ich dir ehrlich bin, das Gefühl hier wäre, ich entferne mich, ich distanziere mich von dieser Situation. Und das sage ich nicht ich. Das sehe ich ja mit der Karte der Turm und die Karte der Tod. Und ja, ich muss dir ständig zeigen, weil es ist schon ziemlich interessant. Also man sieht schon, Schütze, dass du auch mit Luftelement zu tun hast. Ja, es kann wie gesagt Zwilling sein. Zwilling, Waage, Wassermann. Wassermann sehr stark hier zu sehen, aber Zwilling auch sehr stark zu sehen. Bei dir ist Luftelement sehr zu sehen hier. Ja? Es gibt hier eine Ende, Schütze. Aber die Karten möchten es dir sagen. Die Karten möchten es dir sagen und die wissen nicht wie. Weil es ist so was für deutlich hier. Es gibt hier eine drastische Transformation in dieser Situation. Und ja, es hat mit einem Schluss zu tun. Nicht, dass man jetzt denkt, ah, es kann sich vielleicht anders transformieren, vielleicht. Nee, 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 nee. Also es gibt hier eine Ende, Schütze. Weil irgendwie eine gewisse Situation. Schütze, schau mal. Also Königin der Münzen, fünfte Schwerter, fünfte Münzen. Es gibt hier Konflikte, Schütze. Also hier gibt es Konflikte und ich habe hier eine Königin der Münzen. Also das spricht für eine Langzeitbeziehung oder Stier, Steinbock, Jungfrau. Eine Mutter, also hier könnte ich mit einer Mutter zu tun haben, aber irgendwie, Schütze, man sieht hier eine Person, die gar keine Bewegung macht. Es gibt hier eine Königin, die sagt, ich fühle mich wohl, wie es mir momentan geht. Ich kümmere mich um meine Familie, ich kümmere mich um meine Arbeit, ich kümmere mich um meine Sachen und ich gebe den Rücken. Diese ganzen Konflikte, die interessieren mich gar nicht. Es gibt hier eine Person tatsächlich, Schütze, die sich schützen möchte, nicht besser gesagt, ja. Also von diesen ganzen Konflikten, man möchte mit dieser Situation nichts zu tun haben. Man distanziert sich hier. Sehr, sehr interessant, weil nochmals, Schütze, in der Mitte von deiner Kartenlegung ist diese fünfte Schwerter. Fünfte Münzen. Konflikten. Vielleicht sogar wegen Geld, was mit Geld zu tun hat, was mit Finanzen zu tun hat. Vielleicht. Vielleicht. Schütze, ich habe zwei Königinnen auf dem Tisch. Königin der Münzen, Königin der Kelche. Sind zwei Königinnen. Und über eine dritte Person habe ich schon vorher gesprochen, ja?
irgendwie, Schütze, es gibt bei dir eine Übergangsphase. Eine Transformation, haben wir ja gesagt, in deinem Leben. Es gibt hier eine Transformation, was mit einer dritten Person auch zu tun hat. Wie gesagt, ich sehe hier zwei Königinnen. Es gibt hier eine Transformation und irgendwie, wie du siehst, Königin der Kelche, Zehn der Kelche. Man liebt diese Person. Es gibt hier eine Person, die man liebt. Also ich rede hier über Liebe. Das spricht über Liebe. Ja. Also wer diese Person ist, Wasserelement, kann weil wir hier über Liebe reden. Ja, es wird hier eine, also es kann natürlich Krebs, Fische, Skorpion sein. Sternzeichen Skorpion ist sehr stark hier zu sehen. Ne? Skorpion, es kann aber auch Krebs oder Fische sein. Oder gar nichts. Es spricht nur für die Energie von der Person. Wir reden hier über eine liebe Person. Ja, und wir reden hier, also irgendwie, über Kompromisse, wenn ich dir ehrlich bin. Wir reden hier über Kompromisse. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich, ja, ich bin verliebt, irgendwie. Also, und diese Übergangsphase, also einerseits haben wir diese Situation, diese Königin der Kirche, die dich einfach erfüllt, Schütze, ja, wo du dich glücklich fühlst, wo du dich verliebst fühlst, ist diese Situation ist hier. Nicht vergessen, es kann für eine Königin oder für einen König reden, ja. Aber diese Situation ist hier. Andererseits haben wir diese andere Situation mit dieser Königin der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau, Langzeitbeziehung, die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder. Aber hier haben wir mit einem Verlust zu tun. Mit keinem gutes Gefühl, mit Konflikten einfach. Konflikten, die sogar, also ich habe hier eine finanzielle Verantwortung zu dieser Person. Irgendwie. Also Schütze, es gibt hier eine neue Situation in deinem Leben, spürt man hier. Eine neue Situation in deinem Leben. Irgendwie bist du wieder am Leben gekommen, also diese Gefühle sind da wieder neu, also Wünsche, die in Erfüllung kommen. Schütze, die erste Woche Mai, irgendeine Wahrheit kommt ans Licht. Etwas wird sich transformieren, haben wir ja gesehen. Etwas wird sich transformieren, ne? Ja. Etwas wird sich hier transformieren. Wir haben hier nämlich sechste Schwerter, fünf und sechste Schwerter. Fünf und sechste Schwerter. Wir reden über einen Umzug, Schütze. Ich rede hier über einen Umzug. Einen Haus, also keine stabile Basis in einer Beziehung. Es gibt hier keine stabile Basis. Es gibt hier einen Umzug. Also ich verlasse tatsächlich eine Situation, ich verlasse eine Person, ich gehe, ich lasse los. Ja, ich gehe, ich lasse los. Es gibt hier eine Transformation, Schütze. Und ehrlich gesagt, das spricht für jeder von uns anders. Aber was wir hier haben, ist schon ziemlich interessant. Schütze, ziemlich interessant. Ja, tatsächlich. Also ich kann es dir nicht anders sagen. Ich sehe schon hier eine starke Anziehungskraft zu einer Person, Schütze. Also wie du siehst, also es gibt hier eine starke Anziehungskraft zu einer Person. Die Person fühlt sich hier neu. Also du hast mit dieser Person irgendwie nichts zu tun gehabt. Diese Person spricht nicht für eine Vergangenheit. Hä? Also ich rede hier für eine neue Person. Und irgendwie sind deine Gefühle wieder, ja, aufgewühlt, sagt man das so? Also, interessante Legung. Interessante Legung. Und Schütze, wir haben hier mit dem Schicksal zu tun, mit dem Universum zu tun.
Du, es gibt hier eine Führung, eine göttliche Führung, ja? Und nochmals, ich sehe hier eine neue Person, die nicht mit einer Langzeitbeziehung zu tun hat. Es spricht für eine neue Person, die du kennst. Ja, du kennst die Person, aber du hast mit der Person nie was zu tun gehabt. Es gibt hier eine drastische Veränderung. Es gibt hier eine interessante Situation. Etwas wird hier geschehen. Eine wichtige Entscheidung kommt hier zustande. Schütze. Ich bin wirklich sehr neugierig, muss ich dir schon sagen. Weil irgendwie einen gewissen Stolz spüre ich hier in deiner Energie. Eine Person, die irgendwie eine stolze Energie ist, das spüre ich hier, Schütze. Man hat überhaupt nie irgendwie so eine richtige Bewegung machen wollen. Also ich bewege mich nichts, ich tue nichts. Ich weiß irgendwie, dass ich hier eine starke Anziehungskraft spüre für diese Person. Ich weiß, dass irgendetwas hier ist, die Person ist da, aber ich tue keine Bewegung machen. Ich mache gar nichts. Ich bewege mich nicht. Ja, aber dann kommt das Universum und sagt zu dir, wie, du bewegst dich nicht. Das werden wir sehen. Dass du nichts machen möchtest, das werden wir sehen. Es gibt hier, etwas wird sich verändern, Schütze, das meine ich jetzt. Etwas wird sich hier verändern in dieser ersten Woche Mai. Es gibt eine drastische Veränderung in deinem Leben und für jeder von uns zeigt sich anders. Aber sehr, sehr interessant. Ich bin ziemlich neugierig, wie deine Legung für Mai aussieht, ja? Ich werde die in den nächsten Tagen damit beschäftigt sein. Aber wow, 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 kann ich nur sagen. Schütze, ich danke dir wirklich für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön für deine Unterstützung, Schütze. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Mai, und bis bald. Tschüss, Schütze.